So, hallo und herzlich willkommen in meinem Video mit dir, Jana Kiselev. Und dieses Video, also wie viele auch auf meinem Kanal sind, ganz spontane Ideen. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Videobegrüßung, eher gesagt eine Videobotschaft oder Nachricht für die Colavada-Gruppe, die Aksana jetzt leitet, und werde mit euch Mädels und die Männer im Hintergrund ein paar Ideen oder Rezepte teilen. Ich habe jetzt mir auch eine Mahlzeit zubereitet. So sieht es aus. Grün und rosa. Naja. So sehen normale Gerichte aus, wenn man die nicht auf der Kamera bearbeitet hat. Die sehen alle so ein bisschen anders aus. Und dann, wenn man die bearbeitet hat, sehen die ziemlich besser aus. Ich versuche ein Foto daraus auch zu machen, dass es schöner aussieht. Auf jeden Fall, mir geht es nicht nur darum, wie das mein Gericht schön aussieht, sondern mir geht es darum, dass es wertvoll ist. Und wenn ihr nach Colavada Co. weitermachen möchtet und auch zu Zellnahrung mehr erfahren möchtet, dann solltet ihr unbedingt in unser 90-Tage-Programm reinkommen. Wir nennen jetzt gerade so Gesundheitszirkel. Da geht es auch viel um wertvolle Ernährung für den Körper. Aber jetzt gerade geht es um Colavada. Und wieso habe ich das Gericht jetzt oder die Mahlzeit mir zubereitet? Und woraus besteht die Mahlzeit vor allem? Also ich habe jetzt drei Sachen genommen. Einmal Mandelgurt, einmal High Fiber von Kräutler, spiegelverkehrt, und einmal Spirulina, Chlorella. Warum habe ich die Sachen genommen? Also die probiotische Kulturen in diesem Mandelgurt oder Probiotika an sich unterstützt die Entgiftung. High Fiber, ja, da kann man ja viel drüber auch erzählen. Das könnt ihr auch in meinen anderen Videos anschauen oder auf meiner Webseite nachlesen. Das sind die Ballaststoffe, die wertvolle Ballaststoffe, die unseren Darm einfach gesund halten und unseren Körper auch. Zucker senken, Gewicht reduzieren, und hier ist noch eine tolle Aminosäure, die auch unsere Schleimhäute in unserem Körper hält. So, Chlorella unterstützt auch Entgiftung. Na, deswegen esse ich auch viel Chlorella. Muss ich aber dazu sagen, dass Chlorella zum Essen etwas nicht so effektiver ist bei Entgiftung als auf nüchternen Magen oder zwischen den Mahlzeiten. Aber ich nehme das auch zum Essen, weil es das einfach so schöne Farbe macht, so schöne grüne Farbe. Sind zwei meine Lieblingsprodukte. Chlorella kann ich auch so essen. Einfach so mit meiner Mahlzeit werfe ich rein und dann kaue mit. Zum Mandelgurt, also eine Anmerkung. Das Produkt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gekauft, aber ich koste alle Produkte, die auf dem Markt sind, um zu wissen, wie das überhaupt schmeckt. Die Zusammensetzung ist okay, finde ich. Muss ich aber so ein bisschen anmeckern oder anmerken. Ich liebe solche Produkte nicht besonders. Alles, was industriell hergestellt ist und was vegan und mit Bio groß beschriftet wird, ist für mich eher so Marketingstrategie. Es geht hier eher nicht mehr viel um die Gesundheit, sondern eher um zu verkaufen. Also meiner Meinung nach, weil wer letztendlich von Produzenten denkt, dass wir gesund bleiben? Keiner. Jeder will Geld verdienen. Wiederum meiner Meinung nach. Ne? Deswegen ein Mandeljoghurt kann man natürlich auch super zu Hause machen mit unserer Superflora oder mit Bio-Korunga oder Coral Quasha mit ganz normalen Joghurtkulturen kann man auch machen. Rezept bei Aksana nachfragen, die hat bestimmt das auch. Also ich esse nicht viel mehr Produkte, esse auch nicht viel davon, deswegen als Grundlage für solche Gerichte nehme ich meistens auch Wasser. Wasser, das reicht. Das reicht. Und dann habe ich eine Hälfte grün gemacht mit Spirulina, andere Hälfte habe ich mit Highfiber gemacht. Dann standen zwei schöne Farben, habe ich das im Teller alles so schön verbunden. Und dazu habe ich noch die Nüsse genommen. Nüssen, Kokosflocken und genau, Pinienkerne noch. Leisamen, was haben wir da? Flohsamenschalen oder, wobei, wir haben ja genug hier schon Ballaststoffe. Oder Chiasamen. Alles was an gesunden Ballaststoffen überhaupt gibt, kann man dann auch dazu nehmen, damit man etwas zum Kauen hat.
Und dann entsteht so ein Gericht, man kann das zwischendurch nehmen, also was heißt zwischendurch, zum Frühstück. Zwischendurch bin ich kein Freund davon, dass man viele Mahlzeiten am Tag auch macht, sondern zum Frühstück, zum Mittagessen oder zum Abendessen, je nachdem, wie es dir schmeckt. Also so ist es, ganz einfaches Gericht entsteht da draußen. Ich glaube, ich habe noch ein paar Gerichte, wenn ich das finde, dann verlinke ich noch auch dazu. Und das war meine Botschaft. Das Essen bei Colavada Co. soll wertvoll gestaltet werden und auch geschaut werden, dass auch entgiftende, dass die Entgiftung zusätzlich unterstützt wird. Das wird natürlich durch Vitalstoffe vor allem auch unterstützt. Und wenn man auch Ballaststoffe und so, so ein Grünzeug wie Spirulina, Chlorella auch mit einbaut. Das ist ein Tipp von mir. Probier es aus, vielleicht schmeckt dir das auch. Und auf jeden Fall auch nach Colavada Co. solche Gerichte einbauen, weil es geht nicht um die Entgiftung einmal im Jahr, es geht um tägliche Entgiftung oder um die Unterstützung des Körpers bei täglicher Entgiftungsarbeit. No, darum geht es. Deswegen immer schauen, dass das Essen wertvoll, ausgewogen, ballaststoffreich und vielleicht basenüberschüssig auch zusammengestellt werden kann. Aber wie gesagt, wenn du mehr davon erfahren möchtest, wenn du überhaupt verstehen möchtest, wie Entgiftungsprozesse im Körper funktionieren, welches Wasser für Körper gesund wäre, was Zellnahrung heißt und wie man die Nahrungsergänzungsmittel auch an sich anpassen kann und was man überhaupt braucht für den Körper, so für allgemeinen Bedarf, dann lade ich dich zu unserem 90-Tage-Programm. Wir starten am 20. September 2021 damit. Also melde dich bei Oksana und die Oksana wird dich dann in die Gruppe zufügen. Ich wünsche dir wirklich einen angenehmen und erfolgreichen Colavada-Prozess. Ich wünsche dir viele Ergebnisse und bin gespannt, wie es bei dir weiterläuft. Bis zum nächsten Video oder vielleicht in unserem 90-Tage-Programm oder live bei einer Veranstaltung. Mit dir war Jana Kiselev. Viel Spaß! Also jetzt mache ich die Kamera aus.